Also, ich bin natürlich dieser Gegend auch trotz meinem beruflichen und arbeitsplatzmässigen Wechsel nach Bern treu geblieben. Ich bin nach wie vor wohnhafter Obwaldner, steuerzahlender Obwaldner, wie es sich gehört. Und, und vom Thema her, ich habe, wie das der Dominik gesagt hat, ich habe 20 Jahre lang auch mit Wald gearbeitet. Zuerst ein bisschen mehr und nachher ist es immer ein bisschen weniger geworden, weil der Bereich Naturgefahren sich ein bisschen ausgeweitet hat in meinem Tätigkeitsfeld. Im Moment sind es nur noch ein bisschen die Naturgefahren. Aber ich sage immer, mein bester Kompagnon ist noch der Vizedirektor Götz, der ist einfach ein Wald zuständig. Und er hört hier auf mich. Also wenn irgendetwas Dummes passiert in Sachen Wald, könnte es noch eine Idee sein von mir. Aber das ist jetzt ein bisschen unbescheiden ausgedrückt. Ich habe auch hirnmässig eigentlich den Bezug zum Wald nicht ganz verloren. Ich habe in meiner Zeit, als ich da beim Kanton Obwalden gearbeitet habe, so am Abend und am Samstag, Sonntag, nicht immer zur Freude der Familie, habe ich noch so Recherchen angestellt und ich habe da eine ganze Reihe von Dokumenten erforscht und habe das Ganze nachher niedergeschrieben in einem Büchlein, das dort drinnen steht. Und ich tue euch jetzt, verstand all Engelberger Dialekt? Habe ich vergessen zu fragen. Ich tue euch jetzt ein bisschen aus dem Büchlein erzählen. Es wäre natürlich vermessen, wenn ich jetzt da alles von den Anfängen bis zur heutigen Zeit erzählen, aber ich habe das ein bisschen probiert, thematisch zu gliedern. Das heisst, glaube ich, im Titel noch irgendwie im Spannungsfeld zwischen Schutz und Nutzung. Ich habe es ein bisschen aufgeweitet, noch in künstlerischer Freiheit. Was muss der da? Jawohl. Ich habe gesagt, im Spannungsfeld verschiedener Interessen. Es gibt ja eigentlich nicht nur Schutz und Nutzung. Und ich möchte das Ganze ein bisschen so angehen, dass ich da, nebst der Einleitung, wo ich eigentlich jetzt schon dran bin, ein bisschen durch die verschiedenen Interessen und Ansprüche am Wald durchgehe. Es hat schon eine gewisse Chronologie drin, aber es ist mehr einfach eine thematische Gliederung. Chronologisch ist sicher das Thema Nummer 2, Wald zum Roden. Also zuerst, wo da die Ersten gekommen sind, die da haben wollen wohnen, zu Engelberg, die haben natürlich noch ein bisschen zu viel Wald getroffen nach ihrem Geschmack und haben da ein bisschen auf die Seite räumen, damit sie etwas anderes machen können. Irgendetwas ist, oder ein wichtiges Thema ist nachher der Wald als Rohstofflieferant, der Wald auch als Futtergrundlage. Das ist eigentlich ein Interessenbereich und ein Interessenkonflikt, der sich bis in die neuesten Jahre vorgesetzt hat, als die Landwirtschaft, Berglandwirtschaft auch immer zum Teil für ihre Tiere im Wald Futter gesucht hat. Das ganz wichtiges Thema, der Dominik hat es angesprochen. Ich sehe, ob es mir gelingt, da den Ausblick zu machen, den du da angesprochen hast. Der Wald als Schutz vor Natur gefahren. Der Wald als Wirtschaftsgrundlage. Der Wald ist auch ein Objekt von wirtschaftlicher Aktivität. Wird es vielleicht in Zukunft wieder mehr werden? Du hast auch ein Stichwort geliefert. Jetzt sieht man es da irgendwie plötzlich nicht mehr so gut. Der Wald als Patient. Ich werde noch auf eine ganz spezielle Epoche zu reden kommen, die ich selber schon als Berufsmann erlebt habe, wo man sich plötzlich sehr grosse Sorgen gemacht hat um den Wald. Ich denke, das ist, ja, ihr werdet sehen, warum man sich auf das auch noch geschwind zu reden komme. Und am Schluss eigentlich so, dass persönliche Finale, der Wald als Alleskönner. Wenn man das irgendwie probiert, auch chronologisch einzuordnen, ich habe es jetzt da ein bisschen reduziert auf 5 Titel von 7, dann kann man sicher sagen, am Anfang so 1100 haben die ersten Besiedlungen vom Tal Engelberg angefangen, im 11. Jahrhundert, wirklich namhafte Besiedlungen. Da ist sicher das Ausbreiten vom Siedlungsräumen das Thema gewesen. Sobald die Bevölkerung da eine gewisse Zahl angenommen hat, hat man den Wald benutzen als Bäu- und Energieholz. Man muss wissen, dass, da komme ich auch noch drauf, dass Engelberg eigentlich immer relativ eine autarke Angelegenheit war.
auch geografisch. Das heisst, man hat seine, nicht nur politisch, auch topografisch, muss man sagen. Das heisst, man hat seine Rohstoff- und Energiebedürfnisse eigentlich sehr stark müssen vor Ort decken. Und da hat der Wald natürlich eine zentrale Rolle gespielt. Irgendwann ist man sich auch dessen gewiss worden, dass der Wald nicht nur Holz liefert, sondern eben auch Sicherheit. Und das ist natürlich etwas, was bis in die heutige Zeit erkannt ist. Irgendwann hat man den Wald auch in Engelberg als Wirtschaftsobjekt entdeckt und ich habe da zwei Fälder gemacht. Eins im 21. Jahrhundert, wo wir ja gerade jetzt so ein bisschen angefangen haben. Und mit dem Bälkli da hier möchte ich eigentlich das zum Ausdruck bringen, was der Dominik angetönt hat. Also ich durchaus auch der Auffassung bin, dass wir sehr wahrscheinlich mit dem Rohstoff, den uns der Wald liefert, gute Perspektiven haben über die nächsten Jahrhunderte, Stichwort erneuerbar, CO2 und so weiter. Und was sicher auch im ausgehenden 20. Jahrhundert und im 21. Jahrhundert und in Zukunft ein grosses Thema ist, das ist eigentlich all die Vielfalt von Wirkungen, die der Wald heute soll erbringen, Schutz, Nutzung, Biodiversität. Ich tue nachher noch etwas davon berichten, wie es man mit dem umgeht. So, jetzt habt ihr ein bisschen die Struktur gemerkt und gehört. Ich werde vielleicht nur zur Einleitung, ich werde sie sonst nicht allzu heftig mit Zahlen belästigen, aber gleich schon zwei, drei Sachen sagen. Anteil der Waldfläche an der Gesamtfläche. Wir haben ja so bald einen eigentlich phänomenal hohen Waldanteil von noch an 40% von der gesamten Kantonsfläche. Schweizweit ist es ein bisschen weniger, da ist es so gegen 30% und bei Engelberg ist es zwischen 20% und 25%, je nachdem, was man etwa noch zum Wald zählt. Also Engelberg hat eigentlich eine deutlich tiefere Bewaldung als der Kanton Obwalden, etwa vielleicht so ein bisschen tiefer, aber so etwa im schweizerischen Durchschnitt. Das ist natürlich geografisch bedingt, wenn man da schaut, das ist doch nur ein rechter Teil vom Gemeindegebiet, ist eigentlich Obholz, wenn man sagt. Und das ist in dem Sinn eigentlich der Hauptgrund. Es ist nicht irgendwie so, dass die Engelberger am Wald schlechter geschaut hätte als die anderen, aber es ist einfach rein geografisch, topografisch bedingt, dass man da natürlich sehr viele Flächen oberhalb von der Waldfläche hat. Da möchte ich noch auf etwas zu reden kommen, was eigentlich auch sehr speziell ist. Schweizweit haben wir etwa 25% Privatwaldanteil. Obwalden hat eigentlich einen einmalig tiefen Privatwaldanteil, unter 10%, das ist also über 90%. Peter kann mich dann korrigieren, wenn die Zahlen nicht mehr stimmen. Über 90% vom Wald ist eigentlich Kooperationswald im Kanton Obwalden. Und es gibt im Kanton Obwalden eigentlich eine grosse Ausnahme, das ist Engelberg, wo man auch einen ähnlich hohen Privatwaldanteil hat, als in der Schweiz. Und zwar nicht nur das Kloster als Privatwaldeigentümer, sonst wäre das im Prinzip noch mehr, wenn man das so aufrechnen, sondern effektiv kleinparzellierter Privatwald von einzelnen Privateigentümern. Das zur Einleitung, Wald zum Roden. Ich fahre wieder mit so einer schönen Luftfoto an, weil es ist noch interessant, wenn man in den alten Quellen nachschaut, beispielsweise da die Akten des Klosters Muri, Acta Muriensia, dann kommen dort so um das Jahr 1000 Namen vor von Alpen, von Engelberg. Und das legen die Historiker natürlich heute so auslegen, dass sie sagen, sehr wahrscheinlich sind die Alpen noch vor der Klostergründung, also ganz sicher vor der Klostergründung, aber auch sehr wahrscheinlich vor einer namhaften Besiedlung vom Engelberger Tal sind die Alpen vom Unterland her bestossen worden. Man weiß also, dass da in Obhag gealpet worden ist, man weiß, dass in Triebsee gealpet worden ist um das Jahr 1000. Und das heisst, die sind jeweils mit dem Vieh da vom Unterland ob sich gekommen und sind hier oben zur Alp gegangen. Das ist natürlich damals schon waldfreie Zone gewesen, auch klimatisch bedingt und ja, weil es einfach zu hoch oben war und die Lauen haben auch noch so ein bisschen von oben ab in den Wald hineingedrückt und geschaut, dass die Bäume nicht fest aufkommen. Und so hat eigentlich die erste Besiedlung hat da, oder die erste Nutzung, Besiedlung kann man nicht sagen, aber die erste Nutzung, die hat eigentlich da in den oberen Lagen stattgefunden. Und hier unten, da hat es noch so ausgesehen, als wie
man da in dem Bild da vom hinteren Engelbergtal etwa erahnen kann. Es heisst, es herrscht ein undurchdringlicher Wald, durch den sich die Engelberger an ihren wilden Laufbahn, der irgendwie so steht, dass etwa da in den Quellen von der Sekundärliteratur, und man kann sich das irgendwie so vorstellen, also ein Auenwald von der Herreruiti bis führen zum Eugenisee. Und darum schreiben ja da die Annalen von 1484, das ist jetzt natürlich übersetzt in eine Sprache, die mir auch verstand, dass der Klostergründer Konrad von Sellenbüren den Wald niedergelegt habe und die Schlupfwinkel wilder Tiere zerstört habe. Also da war in dem Sinn noch zu viel Wald rum nach Geschmack von diesen ersten Siedler. Und nach den mir bekannten Quellen, ich muss jetzt sagen, ich bin nicht Historiker, das gibt vielleicht auch noch berufenere Häupter, auch unter ihnen, aber nach den mir bekannten Quellen hat eigentlich die Besiedlung vom Tal selber, vom Talboden, effektiv auch erst mit dem Kloster angefangen. Also um 1120 für die auswärtigen Gäste. Die Engelberger wissen das natürlich. Und die Rodung, die Entfernung vom Wald ist dann weitergegangen, eigentlich wesentlich weiter als heute. Wenn man heute schaut, hat es wieder ein bisschen mehr Wald rum. Wenn man da Bereich Bänklialp, Gerstenwald schaut, ist es da schon recht blut. Und auch hier rufen, da gegen Ziebeln, da ist so die eine oder andere waldfreie Fläche, ist da auszumachen, die heute wieder schön bewaldet ist. Das Anwasser als solches, das ist auch gezähmt worden, wenn man dem so schön sagt. 1514 ist ja die grosse Anwasserkorrektion gemacht worden vom Abt Barnabas Bürki, wo das Anwasser, das da so ein bisschen hin und her gelaufen ist, der ganz da auf die Seiten rüber verleiht worden ist, wo es eigentlich heute noch meistens läuft. Ich sage meistens, wenn alle wieder so Wetter kommt, dann ist es alle wieder ein bisschen anders. Und man will ja jetzt das eigentlich dann noch so weit korrigieren, dass das dann nicht nur meistens, sondern fast immer so soll sein. So, das war der Wald zum Roden. Wald als Bau- und Energieholz. Ich fahre hier an mit dem Engelberger Bergsturz. Und da werde ich jetzt sagen, wieso kommt jetzt der da noch zum Engelberger Bergsturz etwas zu sagen. Der Engelberger Bergsturz, das war eine Gesteinsmasse, die sich etwa vor 10'000 Jahren aus dem Gebiet vom Laub abgelöst hat. Eigentlich die schön schräge Fläche, die man etwa kennt vom Skifahren her. Das ist eigentlich so eine Gleitfläche von einem Bergsturz. Der Bergsturz ist die Appen, donnert da bis in die Fliematopsie und bis Appen ins Grafenort. Und da hat eigentlich die Geografie so nachhaltig verändert, dass es eben zwischen Grafenort und Engelberg da so ein bisschen schwierigeres Gelenke hat. Und das heisst, dass eigentlich ein Stück weit da so auch geografisch, topografisch ein Abschluss stattgefunden hat. Und das hat natürlich in dem Sinn dazu geführt, und das und nicht anders, darum erwähne ich das schnell, dass eigentlich Engelberg auch geografisch, topografisch relativ autark war. Man hat da nicht Hunderte und Tausende von Kubik Holz können aus dem Unterland observieren, sondern man hat sich irgendwie müssen zurechtfinden mit dem, was da oben gestanden ist. Und das ist eben auf der anderen Seite aus klimatischen Gründen wiederum nicht allzu viel gewesen, weil das ist gegen oben irgendwo eigentlich fertig gewesen. Also, der langen Rede kurzer Sinn, man hat eigentlich in Engelberg schon relativ früh müssen lernen, mit Holz sparsam umzugehen, die Ressourcen zu schonen. Wenn man da so deren Holz anschaut, das sie da verwendet haben für Energieholzzwecke, das ist irgendwie im Bereich von der damaligen Bäckerei Lehmann, ist natürlich nicht ein viele Jahrhunderte altes Bild, aber es zeigt irgendwie so ein bisschen symbolhaft, was für Qualitäten von Holz, das man da auch noch genutzt hat. Heutzutage würde man da eher ein bisschen Abstand nehmen, da noch viel Geld zu investieren, um das mit ins Dorf hin zu befördern. Aber man hat wirklich alles, Kreuz und Kabis, müssen zusammen nutzen. Und wenn die Situation da war, ist, dass, sei beispielsweise das Holzmandat von 1729, da hat der Abt Maurus Rinderli geschrieben: um dem Total des Holzes Ruin künftig hin zu entgehen aus väterlicher Obsorge, also der Abt ist noch so ein bisschen der Landesvater gewesen, dazumal, hätte
der Abt eben das Holzmandat erlassen und geschrieben, nicht ohne Grund werde bei nächster Gelegenheit der gänzliche Ruin des Holzes halber erfolgen. Also er hätte da relativ schwarz gesehen. Dabei müsste doch dem Holz in dem ziemlichermaßen winterlichen Land und Tale wie einem Kleinod geschont werden. Das ist immer nur Titel und Ingress gewesen. Und es hätte da ganze Haufen Bestimmungen gegeben, von denen ich da hier nur eine zitiere. Weder Beisäß oder Hintersäß, weder eingesessene Talleut sollen sich bei hoher Strafe frechen dürfen, in den gemeinen Wäldern Holz zu fällen, aufzumachen oder auf was andere Weise es immer geschehen möchte, zu nutzen oder zu brauchen. Es sei dann Sache, dass solches vorher von denen beeidigten Waldbannwarten gezeichnet und von ihnen zugesagt werde. Also die haben eigentlich da bereits 1729 einen Forstdienst gehabt, der eigentlich dafür gesorgt hat, dass eigentlich das Holz da schonlich eben genutzt worden ist. Die sogenannten Waldbannwerte, es hat zuerst das Waldbannwert und Alpbannwert gegeben. Das wäre jetzt noch ein weiteres Thema, das ich hier aus Zeitgründen nicht möchte vertiefen, die Eigentumsverhältnisse. Und mit der Zeit hat es den Waldbannwert gegeben, die so quasi die Chefen gewesen sind von den anderen. Aber es hat ja schon schlaue Leute gegeben und irgendwo in einer Quelle habe ich noch gefunden, dass es solch unschämmige Holzbettler gebe, die zuerst zum einen sind gefragt und nachher noch zum anderen sind gefragt und zuletzt von zwei ein Holz gehabt. Ganz ein wichtiges Thema, eben, man hat da wirklich die bescheidenen Sortimente auch genutzt. Ganz ein wichtiges Thema war natürlich das Losholz gewesen. Das ist in Engelberg, hat es da Zeiten gegeben, da hat es über 800 Losholzberechtigte gehabt. Und man hat da über 800 Kubikmeter, beispielsweise 1878 genommen. Das ist, früher ist es eigentlich noch extremer gewesen. Gut, die Bevölkerung ist noch nicht ganz so hoch gewesen, aber von 1878 kann ich eigentlich da in dem Sinn erste verlässliche Zahlen, wenn man dem so will sagen. 1878 sind noch 370 Holzlos ausgeteilt worden. Und das Holzlos, das ist dort mal 3 Klafter gewesen. 3 Klafter entspricht einer Holzbeige, 3 Meter lang, 1 Meter hoch, 1 Meter tief. Also irgendwie etwa 2,5 Kubik Festmassholz. Das ist eigentlich so gegen Mitte, Ende vom 20. Jahrhundert ist das stark zurückgegangen. Die Zeitskala stimmt natürlich nicht ganz genau, das ist ein bisschen abgekürzt. Aber eigentlich der Trend ist da klar ersichtlich. Und es ist natürlich, je länger, je mehr die auch so gewesen, je länger, je mehr als man die alternative Energiequellen gehabt, ist das natürlich auch so gewesen, dass ein Haufen einfach nur noch die Holzlos bezogen haben und die nachher verkauft haben. Und das hat man in dem Sinn nicht unbedingt als positive Entwicklung angeschaut. Da hat dann Peter sein Vater seinerzeit noch mit den Giswiller zusammen, glaube ich, noch heftig gekämpft dafür, dass eben das Losholzwesen in dem Sinn, dass es nicht mehr die Bedürfnisse der Bevölkerung abdecken, als dass das ein bisschen abgeschafft wird, so dass die Forstbetriebe mehr Holz verkaufen und damit können Mittel öffnen für die Waldpflege. Noch mehr zur Holzknappheit. 1860 hat es auch so eine neue Holzordnung gegeben. Man muss wissen, 1874 ist der Verfassungsartikel gekommen, die Bundesverfassung, und 1876 war das kantonale Forstgesetz gewesen. Also 1860, noch 15 Jahre vor dem Verfassungsartikel, hier hat man in der Gemeinde Engelberg eine weitere Version, kann man sagen, der Holzordnungen gemacht, um eben Holz zu sparen. Und auch da hat es nicht an eindringlichen Worten gefehlt, weil nun die Not so sehr eingedrungen ist, dass nicht einmal mehr genug Dach und Brennholz gegeben werden kann, so ist das Hackholz zu geben ganz aberkannt. Das ist ja eigentlich auch die Zeit gewesen, wo man da überall geschaut hat, mit Steinmauern die Grundstücke abzugrenzen. Das Talgericht hat sogar einmal ein Urteil gefällt und eine Weisung rausgelassen, dass man entlang von der Gemeinalpen jedes Jahr etwa 20 Meter durch eine Steinmauer machen müssen, um eben Hagholz zu sparen. Losholz, hier so das Beispiel, wenn man sich das etwa vorstellen kann, wenn da die Losholzbezüger ihres geerntetes Los eben sind, abholen. Und wer natürlich auch immer ein wichtiger Holzverbräucher war, das ist das Kloster mit seinen grossen Anlagen und Gebäuden. Das hier noch ein schönes Bild aus dem Jahr 1910,
Brennholz aufrüsten im äußeren Klosterhof. Wald als Futtergrundlage. Wir haben ja in Engelberg lange, lange Jahre eigentlich vorwiegend eine landwirtschaftliche Bevölkerung gehabt. Es ist ja erst etwa so 1850, 70 langsam losgegangen mit dem Tourismus im grossen Stil. Bei dieser landwirtschaftlichen Bevölkerung, da hat es auch so ein bisschen verschiedene gehabt. Es hat Grossbäuerer gehabt, die auch einen Haufen Alptitel hatten, die genug Alp hatten. Und da hat es einen Haufen so kleine gehabt, die haben vor allem Kleinvieh gehabt. Ziegen und Schafe, die Kühe des armen Mannes. Und wenn sich da die Bestände so ein entwickelt haben, könnt ihr da anschauen. Also 1850 hat es noch über 800 Geiss zu Engelberg. Das ist dann da ein bisschen zurückgegangen. Bei den Schafen ist es auch ein bisschen zurückgegangen, mindestens mit denen, die zu Engelberg gewintert sind. Und es hat also bis etwa Mitte 20. Jahrhundert hat es noch einen offizielle Geisshirte gegeben. Da haben die Geiss gehabt, die können da beim Weissen Gädeli sammeln und nachher ist ein Geisshirte mit denen in den Geissberg abgezügelt und hat die dort oben geweidet und ist nachher mit denen wieder heimgekommen. Die Geiss da, die haben wir natürlich aus forstlicher Optik nicht immer gerade so wahnsinnig gerne gehabt. Eben weil der Wald knapp war, weil das Holz knapp war. Und schon 1654, das hat mich eigentlich noch wahnsinnig verjätet, hat man dann in einer Quelle geschrieben. Übrigens, wenn ich da von Quellen rede, dann ist es zu 80% sind es die Engelberger Tal- und Gerichtsprotokolle, die ich da konsultiert habe. Haben da geschrieben, in die gemeinen Berge soll man kein Schmalfisch treiben, solches soll jeder auf dem Seinigen haben. Man weiß ja, wenn man Geiss hat, dann hat man immer etwa Kontakt zu den Nachbarn, nicht immer gute, aber Geiss sind eigentlich ein dankbarer Anlass, um etwa mit den Nachbarn in Kontakt zu kommen. Das habe ich eigentlich selber auch noch erlebt. Wir haben auch noch etwa 20 dieser Viecher daheim. Also 1654 haben wir das geschrieben und danach habe ich gesagt, es hat eigentlich da schon früher hat es reichere und ärmere Bauern gegeben und man hat irgendwie so ein bisschen an die Ärmeren angefangen und 13. Juni 1688 hat es die frische Bestimmung gegeben. Aus tragendem Mitleiden gegen den Armen wurde aber das Verbot da gemildert, dass solches Schmalfech weder auf Gemein noch auf Eigenalpen oder Matten niemandem nichts schaden solle. Also das heisst, man darf es wieder absitreiben, aber es darf nicht schaden. Das hätte natürlich so ein bisschen wieder Anlass gegeben für Diskussionen, um herauszufinden, wenn es echt jetzt geschadet hat und wenn nicht. Und was auch noch interessant war, man ist natürlich nicht nur mit den Geissen im Wald, sondern man ist auch gemähen und sicheln. Und da gibt es auch noch eine interessante Bestimmung, 1721, auf dass sich niemand erfreche in den Wäldern mit Sägen oder Sicheln, Gras oder Heu zu mähen und abzuschneiden, sondern wann man solches sammeln will, dasselbe, wie man pflegt, rupfen solle. Also die haben das Gras müssen abrupfen, wenn sie Wald haben wollen geholen. Sie haben nicht mit der Säge und mit der Sichle dürfen, damit der junge Aufschutz holzen mit dergleichen Instrumenten nicht verderbt und abgeschnitten werde. Also damit man nicht die jungen Bäume da umtut mit der Säge. Und die außer den Wäldern und ob dem Holz in den Bergen können und mögen die Sägen und Sicheln zu gebrauchen wohl erlaubt sein. Also obendrauf haben wir das dürfen. Das ist natürlich logisch gewesen. Es gibt übrigens noch 1860, habe ich gesagt, hat es so eine Holzornung gegeben. Und es hat 1860, weil eben das Geisswesen nach wie vor ein sehr wichtiges Wesen war, hat es sogar eine Ordnung wegen dem Schmalvieh gegeben. Und die ist übrigens alle Jahre einig im April in der Kirche verlesen worden. Auf das dann keiner sagen könne, er hätte sie nicht gekannt. Und die Kirche haben ja hier noch alle müssen. Und die haben dann beispielsweise festgehalten, dass nur eigentümliches Schmalvieh auf die Almenden und an die gemeinen Wäldern getrieben werden kann. Und zwar jeder Familienvater 12 Stück, jeder ledige 6 Stück, der hat es noch Zeiss gekostet. Und jeder, der Schmalvieh auftreibt, soll erweisen, dass er eigentlich ein Feuer besitzt. Und da hat es noch gewisse Wälder gegeben, wo man gesagt hat, dort darf man kein Vieh antreiben, also keine Geiss antreiben. Das hätte nicht unbedingt die Milderung gebracht, wo sich da die
offiziellen Forstexperten erhofft haben. Es hat noch so eine schöne Passage, die mir aufgefallen ist, im Wirtschaftsplan 1912 gegeben. Nicht, wir wollen die Gefräßigkeit der Ziegen nicht vergessen und bitten die Bestände so und so anzusehen, um sich einen Begriff zu machen über die zerstörerische Tätigkeit dieser Tiere. Zu manchem Ort ist die Vegetation der Bestände im Allgemeinen und der Boden selbst in so entsetzlicher Weise heruntergekommen, dass Naturfreunde solchen Naturfeinden ein großes Unglück durch die zur Empörung aufgereizte Natur wünschen. Also man hat schon, wie soll ich sagen, blumige Umweltparole zum Besten gegeben. So, Wald als Schutz vor Naturgefahren, das hat in Engelberg auch eine sehr lange Tradition. Im neuen Talbuch von 1598 ist schon gestanden, dass man da aufgesetzt hat, das führt hin, niemand, Dammnix oder Buchix dürfe abhauen, weder Kleins noch Grosses. Und es sei besonders zu beachten, dass dieser Aufsatz ist beschehen von wegen Wassersnöten. Also man hat da nicht nur an die Holznot gedacht, sondern man hat auch an die Überschwemmungen gedacht. Und die sind ja in Engelberg schon früher recht zahlreich gewesen. Das ist jetzt ein Bild aus dem Jahr 1910 von dem historisch grossen Hochwasser, wo man da dran ist, die Unwetterschäden zu beheben. Es hat aber auch in den 1870er Jahren und letztmals ganz schlimm im Jahr 2005 wieder deren Unwetter gegeben. Der B.A. Christ hat ja ein schönes Büchli geschrieben zu dem Thema. Da könnt ihr euch auch noch über die Details informieren. Was interessant war, ich habe gesagt, 1874 ist der Verfassungsartikel gekommen, 1876 ist das Forstgesetz gekommen, das erste eidgenössische, und nachher in der Folge auch ein kantonales. Und das ist noch interessant, man ist eigentlich dort relativ schnell dran gegangen, Schutzwälder auszuscheiden. Und ich hatte natürlich grosse Freude gehabt, wenn ich plötzlich im Staatsarchiv obald noch die Schutzwaldkarte von Engelberg von 1877 oder 78 entdeckt habe. Ich komme nachher noch eins auf das Thema zurück. Man hätte da etwa 125 Jahre später immer noch eines Gleiche gemacht, eigentlich im Zuge. Aber es ist noch interessant, welche Wälder sie dazumal als Schutzwälder ausgeschieden haben. Eben, die Definition wäre da hier gewesen, aber die erspare ich euch. Da hat man sich damals schon eine wissenschaftliche Definition bemüht. Vermögen ihrer Höhenlage und so weiter, sowie durch ihre Lage an steilen Gebirgshängen, eben der Verhinderung von all den schädlichen Einflüssen da dienen. Es hat 1877 auch ein Waldreglement gegeben, in der Gemeinde Engelberg. Das war eigentlich nachher das erste Waldreglement gewesen, wo unter der Ära und unter dem Regime vom neuen Forstgesetz und von der neuen Waldordnung entstanden ist. Vom Inhalt her kann man sagen, ist das nicht viel anders gewesen, als eine Wiederholung von dem, was vorher in den alten Bestimmungen gestanden ist, mindestens für Engelberg, weil in Engelberg ist man eben bedingt durch die speziellen topografischen Verhältnisse wirklich schon 200-300 Jahre früher eben aufgefordert gewesen, zum Wald zu schauen und zum Holz zu schauen. Es hat ja auch einen provisorischen Wirtschaftsplan gegeben von 1878. Und in dem Wirtschaftsplan innen ist unter anderem die auch festgeschrieben gewesen, ganz genau, wie viel Holz man da im Kloster- und Gemeinswald nutzen darf. Man hat nicht nur mit der neuen Waldgesetzgebung auch den Schutz vom Wald verschärft, sondern man hat auch angefangen, Waldflächen wieder aufzuforsten. Da hier ist beispielsweise das Gebiet Mittelgruss, Mälbach. Eine Aufnahme irgendwie so aus den 20er, 30er Jahren. Und man sieht, dass das da noch einiges lockerer aussieht. Man hat da so ein Projekt gemacht, um die Gewässer zu verbauen, weil der Mälbach oberhalb vom Kloster, das ist als einer der schlimmeren Bäche in Engelberg, dort mal schon bekannt gewesen. Zwischen 1905 und 1912 hat man da so ein Projekt realisiert mit diesen schönen Steinbeuten da. Und links und rechts hat man aufgeforstet. Und die Rinnen, die kann man eigentlich jetzt noch bewundern, wenn man da ins Gelände geht. Das ist noch eindrücklich. Die hat eigentlich die 100 Jahre wunderbar überdauert. Und man sieht auch die
Waldpflanzungsmaßnahmen, die haben sich eigentlich tipptopp bewährt. Es ist natürlich heute nicht mehr ganz zeitgemäßer Wasserbau. Man hat da so mehr auf hydraulische Optimierung geschaut und nicht unbedingt auf ökologische Optimierung. Aber immerhin, das Werk hat die Jahrzehnte oder mehr als 100 Jahre ganz erfolgreich überdauert. Und wenn man links und rechts schaut, die haben sich eigentlich gut stabilisiert. Wenn man sieht, das auch hier, wenn man jetzt die zwei Bilder vergleicht, das ist eigentlich das gleiche Einzugsgebiet. Was allerdings zu sagen ist, es hat sich nicht nur oben etwas geändert, sondern es hat sich auch unten etwas geändert. Und auf das Thema komme ich vielleicht nachher noch einmal kurz zu reden. Also man hätte irgendwie so in der Sicherheit, wo man sich dann gewiegt hat nach diesen Verbauungen, hat man natürlich dann nicht davor zurückgeschreckt, um nicht daran Gebäude anzutun. Es gibt noch ein anderes grosses Forschungsprojekt, das ist im Bereich gegen das Horbistal hinten, durch den Wald. Dort hat man in den 20er und 30er Jahren da so sehr schöne Konstruktionen gemacht, so dieser Bermenterrasse. Zwischendrin hat man überall aufgeforstet. Ich weiß nicht, ob ihr es könnt erblicken. Hier oben sieht man da noch so eine Fläche, die mehr oder weniger waldfrei ist. Das ist übrigens das Haus, wo ich auch noch ein paar Jahre drinnen gewohnt habe. Das ist vorher noch gefragt worden, wo ich da herkomme, aus dem hinteren Ende der Welt. Und wenn man jetzt da den Vergleich macht, man sieht da, blöderweise gerade dort, wo es am spannendsten ist, ist so ein Lichtfleck, mindestens aus meiner Perspektive. Aber wenn man da so die zwei Bilder vergleicht, sieht man auch da, hat sich die Waldfläche natürlich gewaltig verändert und man kann das natürlich auch statistisch nachweisen. Also man muss immer da den Vorbehalt machen, dass natürlich nicht immer mit der genau gleichen Elle gemessen worden ist und das genau gleiche zum Wald gezählt worden ist. Aber wenn man so ein bisschen die Entwicklung verfolgt, sind wir eigentlich von 1000 Hektar Wald im Jahr 1879 auf gegen 2000 Hektar Wald angestiegen, also wir haben praktisch eine Verdoppelung der Waldfläche und das deckt sich durchaus mit dem Trend gesamtschweizerisch. Also wir sind da im Prinzip auch da wieder so ganz schön im schweizerischen Mittel. Was da eben passiert ist, und das muss ich gleich sagen, bevor ich da das Kapitel Schutzwald und Schutz vor Naturgefahren verlasse, es hat eben nicht nur oben besser, es hat auch unten Veränderungen gegeben, durch das da so an einem Beispiel außerhalb der Kantonsgrenze noch illustrieren, Flieli-Sörenberg, da hat es im Jahr 1910 einen grossen Bergrutsch gegeben. 2010 sieht es so aus dort auf dem Bergrutsch, man hat das eigentlich dort ganz vernünftig löst das Problem. Da sind irgendwie Leute gekommen, die Bäuerlein gesucht haben und dann die Bäuer gesagt, ja, geh dir dort hinten. Dort hinten hat es so ein bisschen Stein gehabt, da hat man neue Gescheites können machen, das war so eine geringe Geisswege. Und dann hat man gesagt, Bäuer dir dort hinten und nicht da irgendwo vorne auf der schönen Mattli, wo es vielleicht ein bisschen sicherer gewesen wäre. Man hätte nachher die Fortsetzung von der Geschichte, die kenne ich dir alle, man hätte da für einige Millionen müssen investieren nachher, um die Siedlungen da einigermaßen vernünftig zu schützen. Und eben, wenn man so will sagen, so, ist vielleicht ein bisschen strapaziös, wenn ich jetzt das so sage, aber so ein Kleinsörenberg haben wir natürlich auch. Jetzt hier unten an dem Maulbach, wo man die einfach auch in dem Gebiet, wo es am ruhigsten war, weil dort früher vor Jahrzehnten immer die Murgänge oben abgekommen sind, dort haben wir die überbauen und die schönen Matten natürlich nicht jemals Landwirtschaftsgebiet genutzt. Heute sind wir auch dran, so Gemeinde Engelberg zusammen mit Kanton und Bund da einige Millionen Franken in die Finger zu nehmen, um eben auch für die Siedlungen einen vernünftigen Schutz anzubringen. Wald als Wirtschaftsgrundlage, ich habe das vorhin schon angetönt, mehr als einmal. Engelberg ist eigentlich bis 1774, wo die Strasse gebaut worden ist, vom Unterland her ziemlich autark gewesen. Also es hat in dem Sinn eigentlich nie eine grosse wirtschaftliche Aktivität mit dem Holz stattgefunden, gegen aussen. Und es hat auch Verbot gegeben. Eben, es sei verboten zu hauen oder außer das Tal ohne Erlaubnis eines Herrn Prälaten zu verkaufen. Also man nicht dürfen Holz gegen aussen verkaufen ohne etliche Genehmigung. Und damit ist Engelberg natürlich einiges erspart geblieben, wo in anderen Gemeinden sehr stark eine Rolle gespielt hat, beispielsweise Alpnach, wo man
so um 1850 bis 1870 um ganze Wälder kahlgeschlagen hat, um das Holz zu exportieren. Ich habe hier noch das Bild von der Kirche aufgeschaltet, weil die Kirche von Altnacht ist seinerzeit im 19. Jahrhundert gebaut worden mit Geld, das man aus diesen Holzschlägen erwirtschaftet hat. Es hat da der Pfarrer Ignaz von Flie hat man da gehabt, als grossen Initiant von dem Kirchenbau. Und der hat irgendwo in einer Chronik geschrieben, er danke Gott, dass er der Gemeinde Leute zugeführt habe, die ihre Axt bis jetzt samt und sonder so nütze Wälder getragen haben und eben da damit der Gemeinde Alp noch einen Haufen Geld gebracht haben. Sie haben dann nachher im Prinzip eben die andere Seite von der Medaille auch müssen erfahren, in dem, was man in den Folgejahren natürlich auch wieder sehr, sehr viel Geld haben müssen investieren für den Wiederaufbau von diesen Wäldern. Das ist jetzt so ein Beispiel schon aus einer, kann man sagen, geregelten Nutzung, aber gleich zum zeigen, mit was für Mitteln man dort mal geschaffen hat. Die Holzleitern, die man zum Teil über ganze Töbel und Täler gemacht hat, um das Holz abzuführen. Oder Flösserei war ein grosses Thema gewesen, beispielsweise in Giswil, in diesen Wildbächen oben sind deren Klausen gebaut worden um 1800, wo man das Wasser gestaut hat und das Holz vorne reingeriert und nachher hat man die Tore geöffnet und das Wasser hat nachher das Holz ins Tal abgespielt und das hätte selbstverständlich hätte das so kleine Hochwasser gegeben, die entsprechend natürlich auch Erosion bewirkt haben. Wir haben aber auch in der Gemeinde Engelberg eine Entwicklung gehabt, wo ich hier mit dem Bild, das etwa von 1890 stammt, möchte symbolisieren, wo der Wald eigentlich ganz besonders als Wirtschaftsobjekt in Anspruch genommen worden ist. Und das ist eigentlich die Phase vom Beginn vom Tourismus. 1865 ist das Hotel Titlis gebaut worden. 1869 ist das Grand Hotel Sonnenberg gebaut worden, von den Bucher und Thurer da, Bahnpioniere. Die haben auch in Engelberg Pionierarbeit geleistet und dann ist das weitergegangen. 1870 das Hotel National, das heutige Gemeindehaus. 1870 ebenfalls Hotel Spanort und Bierlialp. 1874 Hotel des Alps. 1884 Hotel Hess. 1886 Hotel Trübsee. 1897 Hotel Kuranstalt, das gibt es nicht mehr, das ist hinten am Kurpark. Hotel Schweizerhof 98, Bellevue Terminus, 01 Edelweiss, Zentral, Hug Victoria, Terrasse, Europäischer Hof. Also man hat eigentlich da innen wenigen Jahrzehnte eine unglaubliche Zahl von Hotels in dem Engelberg gebaut. Und das hat natürlich gewaltige Kubaturen von Holz angezogen, auch. Sehr viel aus dem Privatwald, weil die öffentlichen Waldbesitzer, das Kloster und die Bürgergemeinde, die haben bereits da, bedingt eben durch die provisorischen und nachher definitiven Wirtschaftspläne, ziemliche Restriktionen gehabt. Aber die Bauherren, die haben das Holz natürlich zu einem erheblichen Teil aus dem Privatwald geholt. Eigentlich der richtige wirtschaftliche Umgang mit dem Holz, der hat erst irgendwie so Mitte 20. Jahrhundert eingesetzt. Wir sehen da hier so Verkaufszahlen von Kloster und von Gemeinde. So um Mitte 20. Jahrhundert ist das noch unter 500 Kubik gewesen. Natürlich bedingt durch einen Umstand, dass man sehr viel Eigengebrauch und eben sehr viel Losholz abgeben musste. Und erst so in den 50er Jahren ist das Losholzwesen immer mehr abgefahren worden und dann ist auch der Verkaufsholzanteil deutlich gestiegen. Man hat natürlich früher mit bescheidenen Mitteln da geschaffen in dem Wald. Relativ lang, bis 1970 haben wir bei der Bürgergemeinde Engelberg noch Hobelzahnsägen eingesetzt. Es hat 1970 ein Begehren gegeben, mal endlich eine Motorsäge zu kaufen. Die anderen Korporationen, die haben schon etwa 10 Jahre Motorsägen gehabt. Aber da hat der Bürgerrat gesagt, jetzt haben sie doch gerade frisch 3 Hobelzahnsägen gekauft. Das können wir nicht schon. Holz transportieren ist natürlich auch ein bisschen andere Angelegenheit gewesen als heute. Man hat da mit verschiedenen Zugtieren gearbeitet. Zwick und Ross sind da zum Einsatz gekommen. Das war auch gerade früher ein kleines Kaliber von einem Stück, das sie da befördert haben. 1960 hat es, das war dann wiederum relativ früh, gewesen, in Engelberg eine erste Seilbahn gegeben. Das ist jetzt zwar nicht das Holzstück, das da transportiert
wird, aber man hat mir gesagt, es sei etwa ein ähnliches Fabrikat von einer Seilbahn, die man da angewendet hat, um Holz zu transportieren. Das ist übrigens vom Kraftwerk Beuth-Tagenstall, wo man da die Leitungsrohre von der Druckleitung transportiert hat. Und eben ab 1970 sind die Motorsägen in Gebrauch gekommen, sind dann natürlich mit je länger, je mehr auch professionellere Seilkrananlagen zum Einsatz gekommen, die in einem so einem steilen Gelände wie Engelberg immer noch eine wichtige Rolle spielen. Und für Engelberg vielleicht ein bisschen weniger typisch, aber eben auch so ein bisschen der Blick in die Zukunft zu zeigen. Heute kann man natürlich immer im schwierigeren Gelände auch diese Vollerntemaschinen einsetzen. Das wird auch sich weiterentwickeln. Was interessant ist noch die Statistik da hier, die ich auch hier in dem Operat, das ich vorhin angetönt habe, ein bisschen angeschaut habe. Ich habe seit 1930 probiert, mal ein bisschen die Holzpreise zu rekonstruieren. Man sieht da so ein bisschen die nominellen Preise vom Fichtenrundholz. Man sieht, die sind eigentlich nominell angestiegen bis etwa in die 80er Jahre. Da ist man fast auf 200 Franken, dann zumaliger Währung gewesen. Und danach ist das ziemlich schlagartig abgegangen und ist eigentlich immer durch abgegangen. Eigentlich der äussere Auslöser ist der Herbststurm vom September 1982 gewesen. Da ist eigentlich der Holzpreis über Nacht, kann man sagen, von 180 auf 120 bis 110 Franken abgeht. Und seitdem hat sich der eigentlich nicht mehr sehr stark erhöht. Holz ist auch immer mehr quasi zur freien Handelsware gewesen. Also es hat im Gegensatz zu den Landwirtschaftsprodukten jetzt beim Holz nie so namhafte Importbeschränkungen gegeben. Das ist eigentlich am Weltmarktpreis ausgesetzt. Und das hat natürlich zur Folge, dass man mit den Skandinaviern und Russen und weiß ich nicht wem allem da muss konkurrenzieren. Und das hat entsprechende Konsequenzen gehabt für den Preis. Wenn man das anschaut auf die nominalen Preise, also wenn man noch die Teuerung mitrechnet, ist natürlich die Entwicklung noch viel, viel eindrücklicher. Also da hat man in der 1960 kommen, wenn man jetzt das nominal oder real aufrechnet, zur heutigen Kaufkraft hat man da Holzpreise gehabt für das Fichtenrundholz von über 600 Franken. Also das sind natürlich äußerst eindrückliche Entwicklungen. Auf der anderen Seite hat es eine andere Entwicklung gegeben, das ist hier durch die blaue und rote Kurve dargestellt. Die Arbeitskosten, die sind natürlich vor allem ab Mitte vom letzten Jahrhundert dramatisch angestiegen. Also Mitte letztes Jahrhundert hat eine Arbeitsstunde von einem Holzarbeiter Leute Erhebungen noch deutlich unter 5 Franken kostet und ist nachher angestiegen auf 35 Franken in wenigen Jahrzehnten. Und da hat sich natürlich in dem Sinne hat sich da so ein bisschen eine krasse Schere geöffnet, wo für die Waldeigentümer so 70er, 80er Jahre zunehmend schwierig geworden ist. Und das ist jetzt gerade so ein bisschen die Überführung ins nächste Thema. In den 80er Jahren haben wir nämlich ein grosses Problem plötzlich festgestellt auf politischer Ebene. Es hat ja früher schon natürlich Waldschäden und Kalamitäten gegeben. Das ist jetzt ein Bild aus 1919. Waldsturm Sturmschaden im Bannwald. Und Anfangs 80er Jahre hat man plötzlich festgestellt, dass an vielen Orten in Europa die Wälder da zunehmend Schütter haben davon drin gesehen. Anfangs 80er Jahre ist der Man hat ja befürchtet, und das hat man tatsächlich mit Beispielen aus dem Osten können belegen, als der ganze Waldstrich, hunderte von Hektaren bis Quadratkilometer dürr werden und absterben. Und man hat eigentlich ein Gleiches, hat man auch in der Schweiz befürchtet. Das hat politisch sehr viel ausgelöst. Ist eigentlich so ein bisschen der Auslöser von einer neuen Ära von Waldpflege, ist auch der Auslöser von einer neuere, umfassendere Waldgesetzgebung und auch der Auslöser von wichtigen Bestimmungen, die wir heute haben zum Umweltschutz. Man hat eigentlich da so ein bisschen die Krücke über das Waldsterben müssen nehmen, um politisch etwas können zu erreichen für einen besseren Umweltschutz. Es ist, wie gesagt, politisch und emotional sehr stark aufgekocht worden. Eines der Ausdrücke von dem
politisch-emotionale Vorgang, der da stattgefunden hat, ist das Plakat von Hans Erni, «Rettet den Wald». Ich zeige nachher noch ein zweites Plakat, darum habe ich daher den Erni eingebaut. Also es war die Zeit des Waldsterbens gewesen. Man hat das auch probiert, wissenschaftlich zu untersuchen, da, indem man, dass man die Kronenverlichtungen da probiert hat, festzuhalten und indem was man auch sehr intensiv nach den Ursachen geforscht hat. Die Forschung nach diesen Ursachen, die hat leider nicht zum schnellen und klaren Ergebnis geführt. Die ist ja auch irgendwo ein bisschen verlaufen. Aber was man irgendwie gemerkt hat, dass man sehr viele Wälder hat heute im Gebirge, die eben vor allem durch die ökonomischen Entwicklungen von diesen vorausgehenden Jahrzehnten eben vernachlässigt worden sind, dass die Pflegerückstände haben. Wir haben hier in der Gemeinde Engelberg auch so ein Beispiel. Da ist jetzt der Dürer Wald, der eben in den 20er, 30er Jahren aufgeforstet worden ist. Und wenn man da drinnen gestanden ist, hat es etwa so ausgesehen. Da war es Nacht. Also wenn man ein bisschen genau schaut und sich die Augen an die Dimmerung gewöhnt, dann kann man den einzelnen Stämmen erkennen. Aber da innen war Nacht und am Boden ist nichts, kein Kraut, keine jungen Pflänzchen, nichts. Und das hat natürlich dazu geführt, dass man so ab Mitte 80er Jahre ziemlich das Problem erkannt hat und ziemlich rigoros angefangen hat, die Wälder zu pflegen. Das war natürlich wieder Arbeit im steilen Gebirgs. Wald, und heute können wir eigentlich sagen, dass wir einen Haufen von diesen Pflegerückständen eigentlich recht gut haben können nachholen. 1993 ist ein neues Waldgesetz gekommen und dort hat man im Prinzip den Wald als Alleskönner im Gesetz nachher definiert. Der Wald muss vor Naturgefahren schützen, Lawinen, Steinschlag, Wassergefahren. Das Ihnen allen bestens bekannte Bild vom Unwetter 2005 in Engelberg. Er muss Holz liefern. Auch die wirtschaftliche Funktion vom Wald ist nach wie vor eine wichtige und eine mit zunehmender Wichtigkeit. Er ist ein landschaftsgestaltendes Element. Er ist auch ein Naturräum, in dem mehr als die Hälfte der wildlebenden Tier- und Pflanzenarten im Wald innen ihre Zuflucht und ihren Unterschlupf haben. Und das heisst, im Wald muss heute auch so etwas Platz finden, sogenannte Totholzgebiete, wo sich eben gewisse Organismen können entwickeln können, die nur in derigen Umständen können leben können. Der Wald ist, und das ist natürlich ganz besonders für Engelberg ein wichtiger Faktor, er ist auch Erholungsräum. Das hat man übrigens in Engelberg schon 1884 in einem Vorspricht geschrieben, der Wald, der sei ein Park für die Gäste von Engelberg. Da war man auch schon ein bisschen der Zeit für uns gewesen. Heute hat man das natürlich ganz klar und offiziell erkannt. Da ist noch ein Eindruck vom Pfadschutzwald Mensch zwischen Engelberg und Grafenort. Und da hier ein weiterer Eindruck von der Anschlucht, wo auch eine wunderbare Natur- und Waldlandschaft ist, die jetzt leider da im Oktober bei dem Unwetter wieder ein bisschen gelitten hat. Aber sehr schöne Lebensräume. Der Wald ist auch Ort des Wildes und damit Quelle der Jagd. Da wäre noch so ein bisschen Statistik, was man da etwa so gejagt hat. Aber ich habe Ihnen ja versprochen, ich war von Statistiken verschonen. Wenn man jetzt sieht, was der Wald alles soll leisten, hat das natürlich danach gerufen, dass man das irgendwie probiert, ein bisschen klarer zu erfassen und zu strukturieren und zu ordnen. Und darum hat man anfangs oder Ende 90er Jahre angefangen, sogenannte Waldentwicklungspläne zu machen. Man hat eigentlich das Gleiche gemacht, was sie 100 Jahre vorher gemacht haben mit diesen Schutzwaldkarten. Nur, dass man jetzt einfach nicht mehr nur den Schutzwald ausscheidet, sondern alle anderen Interessen und Funktionen vom Wald auch berücksichtigt. Schutzfunktion, Holznutzung, ökologisch, Waldreservat, Verzichtzone, Wildruhezone, das sind alles Sachen, die heute auf diesen Kartenwerk abgebildet werden und sollen dazu führen, dass eben die verschiedenen Ansprüche an Wald optimal sollen können erfüllt werden. Und so können wir eigentlich durchaus einen positiven Blick in die Zukunft machen, wenn wir an Wald denken. Das ist das Plakat vom gleichen Hans Erni, inzwischen 102-jährig, zum Jahr des Waldes 2011.
tönt ein bisschen fröhlicher, sieht ein bisschen fröhlicher aus. Wald ist Leben. Und ich möchte abschließen mit dem Gebet des Waldes, wo ein Förster vom Melchtal, der Gleis Vorgerensch, auf eine Tafel geschnitzt hat. Mensch, ich bin die Wärme deines Heims in kalten Winternächten, der schirmende Schatten, wenn des Sommers Sonne brennt, der Dachstuhl deines Hauses, das Brett deines Tisches, ich bin das Bett, in dem du schläfst, und das Holz, aus dem du deine Schiffe baust. Ich bin der Stiel deiner Haue, die Tür deiner Hütte. Ich bin das Holz deiner Wiege und das deines Sarges. Ich bin das Brot der Güte, die Blume der Schönheit. Erhöre mein Gebet, zerstöre mich nicht. Und damit möchte ich Ihnen danken für die Aufmerksamkeit. Und wenn Fragen sind, selbstverständlich gerne.